Ja, hallo und herzlich willkommen zur WrestleMania 33 Vorschau und heute das Women's Fatal 4-Way um den Raw Women's Title und zwar mit der Championess Bayley gegen Sasha Banks, gegen Charlotte und Nia Jax. Wie gewohnt natürlich spiele ich keinen von denen, sondern es wird ganz normal simuliert. Ich spiele den Kommentator und ja, es sind noch drei Matches, die ich noch spielen werde. Zu meinem Zeitpunkt, also man kann schon denken, was sein wird. Matches, die ich leider nicht spielen, also die ich spielen wollte, aber nicht spielen kann, weil die Möglichkeit nicht dazu ist, zum Beispiel das das Raw Tag Team Triple Threat Match kann man hier nicht spielen, ist nicht möglich und Mixed Tag Team Matches gehen auch nicht in 2K7, das wusste ich gar nicht, dass es gar nicht geht, aber gut, ich spiele es auch sehr selten, also Mixed Tag Team Matches, deswegen, aber gut, so ist es halt. Memorial Battle Royale will ich nicht wirklich spielen, muss ich sagen. Das ist auch so ein Match, was ich nicht spielen werde, weil, ja, ich weiß jetzt nicht, wer alles daran jetzt genau beteiligt ist. Und, ja, ich habe es ja einmal gemacht, wo ich die letzten sechs ausgesucht habe, wo ich, glaube ich, so gar nicht so schief lag. Ich weiß gar nicht, wie ich da damals gespielt habe. Es war WrestleMania 30 zumindest. Das mache ich jetzt diesmal nicht. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, würde ich mal sagen. Und ja, ansonsten, wenn noch Matches in der letzten Raw und SmackDown noch angekündigt werden, werde ich es nicht beachten können, da ich es das zeitlich nicht schaffe. Ich nehme alle WrestleMania 33 Vorschau-Matches vor der Go-Home-Ausgaben auf. Deswegen kann ich es auch hier nicht wirklich eine Preview machen. Was einer der Gründe ist, weil ich ja gucke, dass halt die ganzen Folgen halt rechtzeitig kommen. Und ja, dass ihr auch hier nur einen kleinen Road to WrestleMania auf meinem Kanal habt. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr meine Road to WrestleMania findet, was man da ein bisschen besser machen kann. Natürlich konstruktive Kritik, also mit vernünftiger Kritik, weil, ja, einfach nur schreiben, ist super oder, okay, ist nicht schlecht, oder ist einfach nur scheiße, das bringt mir nichts. Ihr könnt mir gerne konstruktive Kritik schreiben, da weiß man ja, dass ich darauf auch reagieren kann. Jetzt wollen wir nur sagen, kommentieren wir das Match. Und hier sehen Sasha Banks und Nia Jax im Ring und Bayley und Charlotte außerhalb des Rings. Sasha Banks zeigt erstmal einen schönen Hurricane Runner. Sehr, sehr schön gemacht. Oder ein Frankensteiner kann man auch noch sagen. Und ja, Sasha Banks will jetzt Nia Jax sich nehmen, aber Nia Jax zeigt erstmal selber einen Hurricane Runner. Ey, das wäre geil, wenn sie jetzt einfach mal bei WrestleMania zeigen würde. Einfach mal so einen Hurricane Runner random. Also, das wäre geil. Und für diejenigen, die sich fragen, wo ich Nia Jax habe, ich habe die NXT-Edition und dadurch habe ich Nia Jax. Wer sich Nia Jax holen will, der muss entweder die NXT-Edition haben oder sich beim WWE, also beim PlayStation Store, sich die Charaktere kaufen. Da kriegst du auch noch Shinsuke Nakamura und Apollo Crews. Genau, und für PS3, da ist ja auch, könnt ihr eigentlich nur im Store kaufen. Anders ist Nia Jax oder ein Shinsuke Nakamura oder ein Apollo Crews nicht möglich. So, Nia Jax versucht den Pin, aber Sasha Banks kickt noch aus. Es geht, wie gesagt, in den WWE Raw Women's Title. Bayley, die aktuelle Championess, muss den Titel gegen drei Leute verteidigen. Sie muss selber nicht gepinnt werden, die Championess. Also, wenn jetzt hier Sasha Banks Nia Jax pinnen würde, wäre Sasha Banks Championess. Da ist scheißegal, was passieren wird. Oh, hab mir gedacht, okay, vielleicht Sasha Banks in Bayley dann bringen, aber Sasha Banks geht jetzt raus. Eventuell attackiert sie Bayley oder hilft Bayley gegen Charlotte. Ja, Clothesline von Bayley, von Sasha Banks gegen Bayley. Jetzt schmeißt Charlotte. Jetzt wird Charlotte gegen die Barrikade geschmissen. Und oh, jetzt arbeiten die noch zusammen. Oh, schön gemacht. Schöner Facebuster. Double Facebuster, kann man ja sagen. Von Bayley und Nia Jax. Von Bayley und Sasha Banks gegen Charlotte. Jetzt geht Sasha Banks auf Nia Jax drauf. Also, es ist noch nicht ganz klar, wer hier dominiert, wer hier dieses Match gewinnen wird. Jetzt versucht auf jeden Fall Sasha Banks, Nia Jax reinzuschmeißen. Sie will vielleicht Nia Jax pinnen, um zum vierten Mal sich den WWE Raw Women's Title zu holen. Sie hat ihn ja dreimal gewonnen, dreimal von Charlotte, jeweils alle Male bei Raw. Also sie hat noch nie bei einem Pay-Per-View sich den Titel holen können. Also sie hat noch kein Titelmatch beim Pay-Per-View gewonnen. Sie hat noch kein einziges Mal ihren Titel verteidigen dürfen. Das muss man auch dazu erwähnen. Das hat sie bisher noch kein einziges Mal geschafft. Währenddessen eine Charlotte es geschafft hat. Währenddessen es schon eine Bayley es geschafft hat. Hat es eine Sasha Banks noch nicht geschafft, ihren WWE Raw Women's Title zu verteidigen. Jetzt sind Bayley und Charlotte im Ring. Zeigt erstmal einen schönen Suplex. Jetzt feiert ein bisschen Bayley.
Bailey nimmt sich jetzt wahrscheinlich Charlotte. Ja, nimmt sie auch. Aber Charlotte wehrt sich mit einem schönen Elbow in den Magen. Oh, was für ein Spear von Charlotte. Bereitet die jetzt ihren Figure 8 vor? Nein. Da kommt der Sascha Banks, aber nein. Charlotte schmeißt Sascha Banks raus. Oh, jetzt ist Nia Jax wieder zurück im Ring. Was passiert nun? Oh. Ja. Was für ein Facebuster von Charlotte gegen Nia Jax. Wird natürlich nicht so passieren. Dafür ist. Obwohl, ich kann mir schon vorstellen, dass Charlotte sowas zeigen kann. Muss ich sagen. Also, ich würde jetzt auch schon sagen, dass sie schon eine starke Wrestlerin ist. Oh. Dass Nia Jax sowieso stark ist, klar. Also, ich finde. Also, dass sie kräftig ist, das sieht man auch. Und jetzt Nia Jax versucht Charlotte irgendwie in zwei Teile zu teilen. Hat nicht ganz funktioniert. Jetzt zieht Nia Jax Charlotte in die Mitte. Was will ich zeigen? Ah, die will das Bein schwächen, damit sie vielleicht ein bisschen Probleme kriegt, den Figure 8 zu zeigen. Ob das effektiv ist, jetzt versucht schon mal ein Cover. One. Two. Aber nein, Charlotte kickt noch aus. Sie ist noch nicht ganz fertig. Da muss Nia Jax gefährlicher werden. Nia Jax zeigt jetzt ihren Leg Drop. Und will jetzt ihren Cover anzeigen. Two. Aber nein! Charlotte kickt aus dem Leg Drop raus. Der Leg Drop, ihren Finisher. Die hat so viele Leute mit ihrem Leg Drop damit zerstören können. Aber nicht Charlotte Flair. Und das kann Nia Jax auch nicht ganz glauben. Währenddessen draußen sich Bailey und Sasha Banks sich auf einer einprügeln. Jetzt geht aber Sasha Banks wieder zurück in den Ring rein. Will natürlich sich einmischen. Oh, was macht sie denn? Vielleicht der Ansatz zum Bank-Statement hat nicht ganz funktioniert. Jetzt attackiert Charlotte das Bein von Sascha Banks und Sascha Banks sieht einfach raus. Jetzt geht Charlotte zurück zu Nia Jax und zu Bailey. Bailey attackiert weiterhin Nia Jax. Oh. Was macht? Ah, jetzt arbeiten die zusammen. Zeigen die ein DDT? Ja, ein Double DDT gegen Bailey von Charlotte und Nia Jax. Und jetzt attackiert Nia Jax direkt. Charlotte mit einem Bat-Breaker. Oh. Das sieht nicht gut aus. Ja, es ist noch nicht ganz schlüssig, wer dieses Match gewinnen wird. Das Momentum hat momentan Nia Jax auf sich, auf ihrer Seite. Jetzt ist aber Sasha Banks wieder da. Jetzt will sich wieder ein Match einmischen. Und direkt kriegt sie einen Punch von Charlotte ab. Oh, was hat Charlotte jetzt vor? Will sie ihren Moonsault nach außen zeigen, den sie schon bei WrestleMania 32 gezeigt hat? Nein, will sie nicht zeigen. Aber sie will sich Sasha Banks vorknöpfen. Oder Sasha Banks will Charlotte vorknöpfen. Jetzt schmeißt zumindest Sasha Banks Charlotte zurück in den Ring rein. Zeigt sie den Leg Drop? Ja, sie zeigt einen Leg Drop. Jetzt geht sie zurück in den Ring rein. Sasha Banks. Was zeigt Sasha Banks nun? Jetzt kommt aber wieder Bailey zurück. Ein Submission Hold. Bailey verhindert das natürlich, weil sie will natürlich ihren Titel verteidigen. Und jetzt Bailey und Sasha Banks in einem Ring. Brawlen sich miteinander. Jetzt kommt Nia Jax, wird wild. Rennt zurück in den Ring hinein. Oh, jetzt macht es schon ein Zeichen. Jetzt will sich Sasha Banks auseinandernehmen. Aber das nicht mit The Boss. Oh, was für ein Punch von Bailey. Und jetzt Bailey, was macht sie nun? Oh. Na, die wollte wahrscheinlich die Clothesline zeigen, aber naja, Jax kontert das sofort. Und jetzt eine Powerbomb von Nia Jax. Und jetzt direkt was von. Oh. Headbutt von Nia Jax. Also Nia Jax hat momentan das Momentum auf ihrer Seite. Two. Aber nein, Nia Jax kann wieder nicht den Sieg holen. Sie hat jetzt schon ein paar Mal Charlotte pinnen können, jedoch noch nicht zum Erfolg.
Oh, jetzt schmal. Oh, Nia Jax. Nia Jax mit einer Powerbomb. Oh je, oh je. Könnte sein, dass Nia Jax sich den Titel holt. Und, oh, ganz knapp den zweiten Leg Drop zeigt. Nia Jax auf Charlotte, aber das war's noch nicht. Uiuiuiui. Jetzt Bayley den Pin an. Sasha Banks, oh nein. Bayley kann noch nicht den Titel holen. Irish Whip. Was hat Charlotte nun vor? Irish Whip an die Ecke. Clothesline, nein. Oh. Ah, was auch immer. Ah, vielleicht Bankstatement-Versuch. Bankstatement-Versuch. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Eieieiei. Jetzt ist Nia Jax wieder zurück im Ring. Wie wird sie attackieren? Sasha Banks? Ja, sie wird Banks wieder attackieren. Aber Banks kontert das sehr, sehr stark gegen. Oh, was für eine Aktion. Und da kommt Bayley. Neckbreaker. Clothesline. Oh, was für eine Aktion. Naja, Jax. Wer zeigt nun die entscheidende Aktion? Es ist irgendwie echt schwer, ein Fatal Four Match zu kommentieren. Das wollte ich nur mal ganz kurz mal anmerken. Das merkt man auch vielleicht an. Aber, na klar, bei einem Fatal Four Match im echten Fernsehen, also jetzt bei den WWE Pay-Per-Views oder so, da, dann sieht es natürlich anders aus. Das ist natürlich besser zu kommentieren, weil da wirklich immer ein Bild ist und dann kann man da doch jetzt den Fokus drauf legen, wo ich einfach auf beide Perspektiven achte und ich nicht manchmal weiß, ah, wo soll ich jetzt besser achten, wo soll ich besser jetzt kommentieren. Und jetzt soll wieder Charlotte den Titel erneut gewinnen zum fünften Mal. Die Frage ist, wird sie es auch schaffen? Submission Hold, da will Nia Jax natürlich einmischen. Aber wie gesagt, sie kann auch den Titel gewinnen. Und davon muss Bayley nicht gepinnt werden. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Bayley muss dafür nicht gepinnt werden. So. Und Charlotte und Nia, Charlotte und Bayley arbeiten gegen Nia Jax zusammen. Das ist unglaublich. Suplex. Wunderbar gemacht hier. Und jetzt kommt wieder Sasha Banks. Sasha Banks. Sasha Banks mit ihrem Bankstatement. Aber nein. Das war es noch nicht. Oh. Oh, da wollte Bayley abstauben, aber nein, das hat nicht ganz funktioniert. Und jetzt zeigt den Bankstatement gegen Bayley. Aber auch da geht's nicht durch. Oh. Was hat Sasha Banks nun vor? Oh, und Hurricane Runner! Wunderschöner Hurricane Runner von Sasha Banks. Und jetzt zerstört Nia Jax Sasha Banks. Jetzt will sie ihren Rücken brechen, was sie schon öfters getan hat. The Boss Breaker, wie sie manchmal sich auch bezeichnet. Und Tornado DDT von Bayley gegen Nia Jax. Und
Bailey to Belly gegen Charlotte aus dem Nichts. One, two, three. Nein, nein. Das war's noch nicht. Aus dem Nichts der Bailey to Belly. Wie oft kickt Charlotte denn aus? Jetzt zwei Leg Drops von Nia Jax kassiert. Einen Bang Statement. Und nun den Belly to Belly. Das kann doch nicht wahr sein. Wer wird den Titel nach Hause bringen? Wird Bailey ihn tatsächlich verteidigen? Oder wird es eine neue? Entweder Sasha Banks, Charlotte oder Nia Jax. Für Nia Jax wäre es natürlich der erste Titelgewinn. Für Sasha Banks der vierte. Und für Charlotte wäre es der fünfte. So. Was kommt nun raus? Oh, jetzt Bailey wieder in dem Momentum. Was macht Bailey nun? Bailey to Bailey? Ne, erstmal ein Fisherman Suplex, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Back Suplex von Sasha Banks außerhalb. Was zeigt Bailey nun? Bailey will natürlich dieses Match gewinnen. Und die zeigt auch direkt das Cover. One, two, three. Bailey hat den Titel verteidigt. Sie bleibt weiterhin Raw Women's Champion. Auch wenn das, finde ich, relativ lame war. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß gar nicht, was passiert ist genau. Hat sie den Bailey to Bailey gezeigt? Das habe ich in dem Moment nicht gesehen. Auf jeden Fall, wie oft einfach Charlotte ausgekickt ist aus vielen Aktionen einfach. Also, das fand ich schon interessant. Und Bailey pinnt Nia Jax. Das kann man auch so viel sagen. Ja, das haben wir gesehen. Ja, hier der Bailey to Bailey. Wie aus dem Nichts. Und dann one, two, three. Und nein, das wurde leider nichts draus. Hier einmal der Fisherman Suplex. Dann eigentlich nur dritte. Elbow Drop, genau. Und das war's. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, die kickt noch aus. Deswegen habe ich damit nicht ganz gerechnet. One, two, three. Und dann ist es gelaufen. Bailey bleibt weiterhin die WWE Raw Women's Champion. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bailey. Sie hat den Titel verteidigt hier in meiner Prediction. Was tippt ihr, was denkt ihr, was passieren wird? Wird Bailey den Titel tatsächlich verteidigen on the grandest stage of them all? Oder wird es eine neue Championess geben? Entweder Sasha Banks zum vierten Mal, Charlotte zum fünften Mal oder Nia Jax zum ersten Mal? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen hier eine feine Bailey hier bei WrestleMania 33. Eure Kommentare gerne oder eure Meinung in die Kommentare. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.